Und damit willkommen zurück zu unserem lustigen Kreisraid durch die Wüste. Und wie ihr sehen könnt, immer noch auf Polnisch. Das hat an sich einen Grund. Und zwar, ich habe es versucht auf Brasilianisch-Portugiesisch und es ist exakt das gleiche Problem wie mit Japanisch. Das heißt, die Schrift ist auf Brasilianisch-Portugiesisch, aber die Sprache ist Englisch. Von daher würden wir da, denke ich mal, nichts verpassen. Deshalb mache ich diese Aufnahme noch auf Polnisch weiter und beim nächsten Mal gucken wir uns die letzte Sprache Französisch an. Da erwarte ich übrigens noch Vorschläge. Es muss irgendwas Besonderes sein. Irgendwas Besonderes, das mir zeigt, dass es wert war, das auf Französisch zu spielen. Aber schön, wir wollen ja weitermachen, uns weiter nach vorne durchzuschlagen. Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu schießen? Wisst ihr, dass das nicht sehr sozial ist? Aber schön, als nächstes steht die Sultanine auf dem Plan. Sie machen, ja, sie können wir genauso machen, wie wir den Sultan, den Schah geplättet haben. Das heißt, Sultanki. das heißt, ja, Schwertkämpfer, die arabischen, dann Bogenschützen, dann Katapulte. Ja, ansonsten, ich setze ja, ja, wir können auch diese Spaßwegen dazu einsetzen. Das ist ein Plan. Machen wir ein paar Spaßwegen mit Bogenschützen. Also, das heißt, noch ein paar Bogenschützen dazu. Dann, wie heißen die? Husiki Wotsboyovi. Die hört sich alle irgendwie so lustig an. Machen wir mal zwei. Ja, zwei Spaßwegen reichen eigentlich. Katapulte haben wir sogar noch zwei übrig. Dann machen wir vielleicht noch zwei weitere maximal. Komm, ich brauche Ressourcen. Also, Ressourcen, Bauern. Bauern sind für mich Ressourcen. alles klar. Dann brauchen wir neue Schwertkämpfer. Unsere alten werden ja gerade noch ein bisschen geheilt. Das ist gut so. Ach, Lord, die ist auch noch mit dabei. Ich bräuchte noch ein paar Heiler, die unsere Truppen auffrischen. Was willst du schon wieder? Ach komm, geh mir doch weg. Die Schilde halte ich mal weiter hier. Dann halten wir einfach mal hier die Position. Und für dieses Position halten nehme ich auf jeden Fall auch Armbrustschützen und Bogenschützen dazu. Denn das hat nichts mit Angreifen zu tun. Ich möchte ihn bloß halten, damit wir unsere Eisenproduktion sicherstellen können. Ist unsere Burg nicht schön geworden? Hey, da fehlt noch das Ding an der linken Seite. Warum fehlt das? Was ist hier passiert? Das will ich jetzt noch haben. Oh nö. Jetzt muss ich ja wieder überlegen, wie weit das war. Das war... Wo mache ich das? Ich mache das, glaube ich, ziemlich mittig hier bei dem Ding. 1, 2, 3. Haut das so hin. Da war das so. Links und rechts 1. Wenn es hier mittig ist. Links und rechts 1. Soll heißen noch 1. Links und rechts 1. Das sollte so hinhauen, glaube ich. Wenn ich jetzt hier so den Turm hinmache, müsste das eigentlich richtig sein. Jawohl, sieht gut aus. Sehr schön. Ihr geht mal damit hin. Genauso wie weitere 5 normale Bogenschützen, so in etwa. Ja, oder auch 6. 6 ist auch toll. Echt tolle Sache, muss ich sagen. Wer das erfunden hat. Mensch, Mensch. So. Ach, wir haben hier sogar Armbrustschützen. Ja, kommt mal her. Oh, die arabischen Bogenschützen nehmen wir auch gleich mit dazu. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Bei denen nicht rechtzeitig schießen. Oder, jetzt geht's los. Ja, vielleicht ist... Da ist es doch noch rechtzeitig. So, Ansatz. Aber unsere Schilde gehen wieder drauf dabei. Und wir brauchen gleich auf jeden Fall noch mal einiges mehr arabische Schwertkämpfer für den Spaß. Die cruisen hier mitten durch meine Bogenschützen durch mit ihrem Wagen. Unglaublich. Haha. Okay. Die Heiler sollen mal bitte weiter ihres Amtes walten. Dann, die Katapulte sind soweit bereit. Die Wegen habe ich auch da.
Dann hätte ich gerne noch ein paar Schilde hier für die Verteidigung an sich. Und jetzt weitere Bogenschützen, bitte. Obwohl, Bogenschützen? Ein paar nehmen wir noch. Der Rest gibt's dann... der Rest wird dann... Arabski Mjeksnik. Alles klar. Saladin, ja wie gesagt, Saladin können wir alles auffahren, was das arabische Herz zu bieten hat. Und das brauchen wir, glaube ich, auch. Setzt der Saladin eigentlich Tribocke ein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Zeig es mir. Nee, sieht nicht so aus. Er setzt Spaß wegen ein, er setzt Schilde ein, er setzt Katapulte ein. Derwische gibt es noch mit dazu, die können wir auch mit einsetzen dazu. Ja, an sich, ich glaube Meuchelmörder ebenfalls, oder? Stimmt, setzt er überhaupt Meuchelmörder ein? Ich glaube, die sieht man halt einfach nicht. Sicher, sicher. Saladin gegen den Wolf ist auch ein ganz nettes Duell. Obwohl, der Saladin hat keine Chance. Es ist mal wieder dieses typische Fall, den es auch in Stronghold Crusader 1 gab. Wer die Armbrustschützen hat, gewinnt. Das ist so. Und es gibt, außer Wolf, gibt es niemanden, der Armbrustschützen einsetzt, oder? Das ist echt so. Es wird Zeit, dass das Schwein kommt. Ich glaube, wenn das Schwein da ist, würde... Ich glaube wirklich sehr, sehr stark. Selbst wenn das Schwein klassisch nur Streitkoppenkämpfer und Armbrustschützen einsetzt, wird das Schwein stärker sein als Richard Löwenherz. Das Schwein wird alleine deswegen der zweitstärkste KI-Lord, weil er auch Armbrustschützen einsetzt. Und wer die Armbrustschützen hat, der gewinnt. Obwohl das Schwein dann den Nachteil hat, dass die Armbrustschützen hier in Crusader 2 eine kürzere Reichweite haben. Und dementsprechend kann man ihn eigentlich sehr gut auf Distanz halten. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf die neuen KIs. Und wie gesagt, nachdem wir jetzt hier ein paar Skirmishes gespielt haben, mindestens eins kommt noch auf Französisch. Und mal gucken, wenn ich noch Lust habe, vielleicht noch ein weiteres. Und danach gibt es erstmal eine Pause, aber ich werde garantiert die neuen KIs vorstellen, wenn sie kommen. Und es wird neue Kampagnen geben, also wenn neue Inhalte dazukommen, werden wir die garantiert spielen. Ui. Also der hält nicht mehr lange aus. Es ist gut, dass wir jetzt hier die... langsam mal die Verteidigung aufstellen, wie sie sich gehört. Müssen wir auch mal besetzen hier. Jetzt schaut es doch gar nicht mal so schlecht aus. Eigentlich könnten wir das sogar so oben... Naja, aber dann... Mir wurde ja auch schon gesagt, mach doch auch ein Tor auf die andere Seite. Aber wenn man sich jetzt so meine Wirtschaft anguckt, merkt man, das geht schwer. Es sei denn, ja, ich könnte hier noch ein Tor hinpflanzen irgendwie. Aber meine Burg ist von der Größe etwa genau so erstellt, dass da eigentlich fast gar kein Platz mehr ist für großartig Torhäuser. Es sei denn, wir lagern sie noch eins nach außen. Wir machen die dann irgendwie nicht so, sondern so. Wir machen die Mauer eins weiter raus. Dann überall hier noch ein Torhaus hin. Hier, hier, hier. Das wird auch cool ausschauen. Es gibt ja leider keine... Es gibt nur diese Torhäuser. Irgendwie fehlen mir noch ein bisschen die kleinen Torhäuser. Klar, das hier ist auch ein kleines, aber... In der doppelten Mauer sieht das scheiße aus und das funktioniert ja auch nicht richtig. Es sollte wirklich so ein Torhaus geben wie das hier, bloß nochmal in kleine. So, das hier ist jetzt 1, 2, 3, 4 Felder. 4x4 Felder ist das Torhaus. Es sollte auch eins geben, das 3x3 Felder ist. Dass man besser in irgendwelche Lücken reinkriegt, wenn man mal irgendwelche Lücken füllen will. Fände ich eine ganz nette Idee. Nur mal so am Rand reingeworfen. Was ist denn jetzt schon wieder? Nice. Aber nee, ach, das wird ein Anzeigefehler. Es kommen Leute. Beliebtheit unten, es kommen Leute. Ein Fehler in der Matrix, ein Déjà-vu. Kommt, schlagt euch mal durch. Die Sultanine greift uns so oft an, dass wir es gar nicht selbst zum Schuss kommen. Blöde Kuh. Meine professionelle Meinung zu diesem Thema ist blöde Kuh. Nee. Oh Gott, jetzt habe ich alles verkauft. Das wollte ich jetzt nicht. Holz verkaufen ist eigentlich doof, da Holz hier nicht... Da Holz hier sehr, sehr begrenzt ist. Es wächst ja nicht nach. Finde ich eigentlich auch schade. Gut. Eigentlich sollte ich mich nicht beschweren. Jeder, der die verloren gegangene Saga von mir kennt und anschaut, weiß... dass die Bäume, wenn sie selbst nachwachsen können, diese unglaublich nette Angewohnheit haben, genau in den Stellen unerwartet hochzusprießen, wo es einem am meisten auf den Sack geht. Man hat gerade genug Stein für einen Steinbruch. Man will den Steinbruch platzieren, bam, steht auf einmal ein Baum. Es ist unglaublich. Aber trotzdem finde ich es
Aber trotzdem muss ich es jetzt doch mal aussprechen, dass ich dann doch ein bisschen schade finde, dass die Bäume nicht von selbst nachwachsen. Weil gerade dieses nachhaltige Holzfällen war auch so ein besonderer Kniff bei Stronghold 1 und Crusader 1, dass man gerade so viele Holzfäller hatte, dass man Holz reinbekommt, also relativ gut Holz reinbekommt, aber die Bäume auch anständig nachwachsen können. Das war auch immer so ein kleines bisschen, ein kleiner Kniff, dieses nachhaltige Holzfällen. So, wie schaut's denn aus? 32, dazu noch ein paar Spaßwegen. Das dürfte eigentlich hinhauen, wenn wir es gut anstellen. Ja, das Problem. Wir haben es erkannt, wenn wir es gut anstellen. Wenn wir uns klug anstellen, dürften wir gewinnen. Okay, alles klar. Wir können aufgeben. Wir sind verloren. Es ist alles vorbei. Vergesst es. Ne, ne. Was ist denn jetzt los? Truppenlimit? Ach du Scheiße! Truppenlimit! Wir haben das erste Mal, seitdem ich Crusader 2 spiele, das Truppenlimit erreicht. Ah, Witchy kommt mit Tribocken. Was wenig hilft, wenn sie immer noch rumbacken. Ich bin mal gespannt, wann sie diesen Bug beheben. Komm, ihr geht doch mal rein. So. Angriff! Hauptsache, es kommt nicht wieder ein Angriff entgegen. Wäre ein bisschen nervig. Ganz leicht. Minimalst. Ich werde dich vernichten. Wo schießen wir uns durch? Einfach hier direkt? Ist eigentlich ein Plan, oder? Die rechts können uns eigentlich egal sein. Pozycji. So, hier geht mal alle darüber. Ich könnte euch eigentlich auch eine Nummer geben. Wäre ein Plan, oder? Durchaus, könnte was bringen. Unter Umständen. Also mit dem Truppenlimit ist jetzt gemein. Sultanine muss sterben, wir brauchen mehr Truppen. Oder, das Problem ist halt, ja okay, also ganz ehrlich, mit dem Sklavenkönig geht es jetzt wirklich langsam bergab. Der hat jetzt auch bald, der hat jetzt einfach den, ihm fehlen jetzt einfach die Mittel und Ressourcen dann bald, überhaupt Truppen nachzubauen und jetzt werden sie wahrscheinlich langsam zerschossen. Hier kommt noch Witchbuckets. Jetzt streiten sich die beiden vor seiner Haustür. Das ist, kommt ihm zugute eigentlich. Aber so langsam wird er jetzt drunter leiden. Ist aber auch cool zu sehen, wie sich so ein Derwisch durch die normalen Truppen schnetzelt. Zack. Weg mit den Bauern. Alter! Habt ihr gesehen, wie der gestorben ist? Der ist in sich zusammengeklappt. Der ist einfach nach hinten durchgeknickt. Fuck. Das ist kein schöner Tod. Die haben dir wahrscheinlich das ganze Rückgrat durchgeschnitten. Zack. Wow, 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 wow. Spaß wegen, fahrt mal weg. Ich nenne die immer noch Spaß wegen. Das passt am besten. Das bringt die Sache auf den Punkt. Die reduzieren halt meine Fernkämpferanzahl jetzt. Ob das jetzt klappt gegen die Sultanine, ist jetzt so eine Frage. Aber wir haben immer noch eine ganz nette Anzahl. Von daher weiter vorwärts, meine Minions. Ich sollte eigentlich nicht hier angreifen. Ich könnte immer noch Nummern geben. Wir könnten eigentlich schon mal... Das allerdings benutzt auch berittene Bogenschützen. Das heißt, ab da können wir dann mal richtig loslegen. Wir haben gerade mal drei Truppen verloren bei diesem Gefecht da vorhin. So. So, ihr macht mal das Lager weg, das stört. Ihr geht schon mal auf direkten Weg her und schießt mir bitte die Mauer auf. Sultanini, du bist komisch. Du setzt alle deine Einheiten auf die Wälle, aber nur ein einziger Soldat steht bei dir auf den Türmen. Was soll's? Du Schwein! Hörst du mal auf? Schießt er unten meinen Leuten ins Knie. Also ich bin mal gespannt, ob wir rechtzeitig jetzt bei Witchy ankommen, bevor der Wärterherr hier den Löffel abgibt. Gut, dann greift uns die Ratte an. Oder die Ratte geht weiter und greift Witchy an. Das wäre natürlich auch eine lustige Sache. So, die kommen gleichzeitig an, das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay. Ist das ein Heuballenwerfer oder ist das ein... Eine Mange, das ist eine Mange, okay. Das ist mir fast Liebe. Kommt, schießt weg.
das Zeug. Nieder mit ihnen! Mit den Ungläubigen. Das sind Leute, die nicht den utwindianischen Glauben haben. Sie müssen vernichtet werden. Wir sind gegen die Utwindian-Dynastie. Na, kommt, schießt hier mal weg. Da geht noch mehr. Ich würde ja gern durch. Und wenn durchrollen. Gleich ist offen. Gleich ist Party-Sultanine. Party-Sultanin. Alter, jetzt mach doch mal auf. Ja, die Moschee. Gut, die steht eigentlich auch im Weg. Ich weiß gar nicht, ob er da so durchkommt. Ansonsten versuchen wir uns so durchzuschießen. Auch ein Plan. Oder kommen wir schon durch irgendwo? Ich glaube, wir kommen schon durch, oder? Jawohl, oder? Ja, jawohl! Ja, ich weiß, dass ich gut aussehe. Es tut mir leid, aber trotzdem muss ich dich töten. Deine Komplimente zum Trotze. Oh, fuck. Oh, fuck. Schnell, 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 schnell. Es ist Feuer. Es brennt. Feuer wirklich heiß. Komm, den machen wir hier kaputt. Selbst wenn wir hier versagen sollten, treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Oder so. So, und die geht mal alle hoch. Wir brauchen so viele Leute oben wie möglich. Ich möchte auf der Höhe meiner Herrschaft sein. So. Gute alte Taktik, alles nach oben knubbeln. Oh, jetzt gehen die Leute wirklich weg. Woran liegt's? Das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage des Jahrtausends. Woran liegt's? Jetzt geht's. Es ist wirklich. Keine Ahnung, was das jetzt war. Egal. Ob es jetzt klappt oder nicht, mache ich da. Wo ist er denn? Nee, oder? Ah doch, da ist er. Wie schaut's aus? Das wird knapp. Das wird knapp. Jawohl! Oh. Alles klar. Jetzt können wir uns. Jetzt haben wir zum einen ein bisschen mehr Truppenlimit, jetzt haben wir ein paar mehr Frames. Und jetzt können wir mal alles aufbieten. Das Schöne ist nämlich an dieser Reihenfolge, die wir machen, wir können immer mehr aufbieten. Unsere arabische Truppenzahl wird immer größer. Also unsere Sachen, die wir bauen können. Jetzt beim Saladin sind wir bei unserem Maximum, was arabische Sachen angeht. Und bei Wolfe können wir sowieso überhaupt alles auffahren. Nahezu alles. Also da können wir richtig schön europäisch kommen. Bei Richie wird es wieder, ja, es wird immer ein kleines bisschen eingeschränkter wird. Da können wir müssen wir die Armbrustschützen weglassen, wenn wir sie überhaupt einsetzen. Bei der Ratte wird es interessant, ihn nur mit Lanzenträgern und Bauern zu machen und Bogenschützen. So, gegen ihn setzen wir viele berittene Bogenschützen ein. So 20 Stück dürften eigentlich schon hinhauen. Dann viele Schwertkämpfer wieder. Da müssen wir klassisch bleiben. Jetzt sammeln wir uns aber erstmal. Alle Heiler. Ich lass mal einen hier. Warum hat der Heiler eigentlich so wenig Lebenspunkte? Können die sich nicht gegenseitig heilen oder was? Das ist ja gemein. Ein neues Belagerungscamp machen wir dann gleich hierher. Bauen wir uns den ganzen Weg. Und ja, holen wir uns noch 7 Stück, dann dürfte es erstmal reichen, was berittene Bogenschützen angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir haben, aber es könnte hinhauen. Da haben wir knapp über 20. Das 25 müssen wir haben. Das haut hin. Dann noch ein paar Derwische, so 5 bis 10 Stück. Was? Viruyaki Derwitz. Oder 5 Stück? 5 Stück reichen eigentlich auch. Wie gesagt, wir machen. Ihr merkt schon, wir gehen eher so auf taktische
starke Angriffe als auf Masse. Wir haben jetzt jeden Computerlord nicht mit einer riesen Überlegenheit angegriffen, sondern einfach so mit einer überschaublichen Anzahl, schon fast eine Anzahl, die eigentlich von der KI kommen könnte. Also es waren keine großen Truppenanzahlen, mit denen wir gekommen sind. Wir halten uns mal ein bisschen klein und versuchen sie einfach ein bisschen durch einen geschickten Sturmangriff niederzuringen. Alles niedergeknüppelt. Übel. Oh, wow, wow, wow. Ich weiß nicht, ob Wolfi mich angreift, aber wenn er jetzt auch noch auf den Sklavenkönig geht, dann hat er jetzt echte Probleme. Nee, Moment mal, der geht auf die Ratte, der geht hier schon vorbei. Ja, der Sklavenkönig kann sich gerade wieder ein bisschen ausbauen. Obwohl, da kommt Butchie wieder. Beziehungsweise er geht wieder. Hä, was machst du? Was machst du?